So YouTube, willkommen zu Throne and Liberty. Wir haben das geheime Passwort herausgefunden und gehen jetzt hier in das Ding rein. Das Lichtfragment flüstert, die dunkle Masse schreit. Das Lichtfragment flüstert. Okay. Krankenhaus von Castellon. Du merkst, jemand hinter der Tür einen Schlüssel dreht. Okay. Rein da mit uns. Cooler Übergang. Martinet, hallo, mit Widerstandssoldat. Das Clay-Zeichen. Mannerwahnsinn. Eieiei. Natürlich, blöd. Okay, lass mich die Zutaten besorgen. Ranziges Pulver? Oh. Ich mache mich gleich ans Werk. Na gut. Oh oh, was passiert? Unsere Hand. Unser Mal. Ja, ranziges Pulver. Das ist die Aufgabe unseres Lebens. Achso, wir sollen zur Priesterin. Aber wir hatten einen Stufenaufstieg. Den gucken wir uns natürlich an. Werte anwenden. Öffne die Charakterinformationen. Okay. Kriegen wir hin. Wertpunkte. Durch den Stufenaufstieg erhältst du Wertpunkte, die du in deine Werte investieren kannst. Okay. Wähle einen Wert zum Erhöhen aus. Alle Werte erhöhen deinen Schaden unabhängig von den ausgerüsteten Gegenständen. Okay. Drücke Charakterinformationen, um dir die aktuellen Werte im Detail anzusehen. Okay, hier haben wir die Wertedetails. Nahkampfchance. Steht hier, auf was das Ding reagiert? Das sind nur die allgemeinen Sachen, nicht wahr? Aber ich weiß nicht, was jetzt Fernkampfschaden zum Beispiel erhöht. Sich das hier dient als Quelle von physischer Stärke. Verteidigung, zusätzlich die maximale Gesundheit wird erhöht. Gesundheitsregeneration auch. Okay. Geschicklichkeit dient als Quelle von Gewandtheit. Schnelligkeit und kritische Angriffe werden erhöht. Weisheit, Quelle der Fertigkeiten Mana und Mana-Regeneration. Okay, auch nicht schlecht. Und Wahrnehmung dient als Quelle der Einsicht und des Bewusstseins. Angriff mit CC-Effekten, Zeitbonus-Fertigkeiten. Hier bei Fernkampf steht irgendwas. Erhöht die Trefferchance von Fernkampfangriffen und die Chance, dass Fernkampffähigkeiten CC-Effekte auslösen. Das heißt, Fernkampf ist kein CC-Effekt. Wahrscheinlich Geschicklichkeit. So, wir haben einen Wertpunkt. Ah, okay. Und dann sehen wir, was erhöht wird. Der Grundschaden sowieso, immer. Und Fernkampf ausweichen. Okay. Du kannst die Änderung deiner Werte in ihrer Werteprüfung überprüfen. Okay. Klicke auf Anwenden, sobald du bereit bist. Okay. Will ich aber noch nicht. Das hier wird gar nicht beeinflusst da unten. Doch, über die Wahrnehmung. Okay, Fernkampf ist also Wahrnehmung. Gut zu wissen.
da geht der Grundschaden auf 55. Der geht generell auf 55. Das hier hat natürlich die meisten Sachen, nicht? Grundschaden, Angriffstempo geht runter. Ich würde erstmal auf Geschicklichkeit gehen, weil es mir mehr Ausweichchancen gibt als die Stärke. Ich mache auch ja mehr DPS, weil ich da ein bisschen schneller bin. Auch wenn es nur 0,002 Sekunden bisher sind. Okay, wo ist die Priesterin? Priesterin, ihr ist voll. Hallo Priesterin, retten Sie uns. Ja, ja. Ja, Wegpunkte. Okay. Clay mal wieder. Und ja, ich bin wieder da. Aus der Pause. Wir sind schon wieder in der Aufnahme. Sie hat uns irgendwas über Wegpunkte erzählt. Berühre den Wegpunkt, um das freizugeben. Okay, das haben wir schon gesehen, nicht? Da wissen wir schon Bescheid. So, wo sollen wir hin? Da hinten sieht was interessant aus. Achso, wir müssen da erst hin. Da waren wir doch aber schon. Ich mag es nicht, wenn Tutorials so sind, dass wenn man Sachen schon erledigt hat, dass man das nochmal machen muss. Ja, okay. Kann ich abbrechen? Danke. So, das haben wir ja schon gemacht. So, dann können wir nämlich da rausgehen. So, und jetzt verwandeln wir uns in eine Katze. Guck. Ta-da-da. Katze, Katze, Katze. Katsche, Klo, Katsche, Klo. Ja, das macht die Katsche froh. Kommen wir hier hoch? Zack. Hat ein bisschen was von der Toskana hier, die Ecke. Okay, Skarabäen. Bisschen kämpfen wollen wir ja auch. Okay, schon tot. Ich finde, wir sind am Anfang ein bisschen zu stark. Versteinerter Langbogen. Was ist da drin? Okay. Oh oh. Ich habe irgendwas aktiviert. Irgendeinem fiesen Skarabäus. Ich fühle mich auf jeden Fall noch sehr mächtig, bis der erste richtige Gegner kommt, nicht wahr? Zack. Okay. Das geht doch schon gut von der Hand. Schön weggeballert. Was soll ich kommentieren? Wieder Katze? Ich würde sagen, nein, heute machen wir das Codewort MMORPG. So. Falls ihr mich irgendwo unterstützen wollt, einen Kommentar da lassen wollt, egal wo, egal wann.
Okay. Er hat mich unterbrochen. Unhöflich. Dann benutzt das Codewort MMORPG. Okay, Clay hat uns irgendwie Wegpunkte geschenkt. Aber er hat uns ja auch irgendwie die Pest geschenkt, die wir jetzt am Hals haben. Oh. Oh. Die rotten wir lieber weg. Hallo, Herr Bauer. Ja, Codewort MMORPG heute. Das ist doch eine gute Sache. Passend zum Spiel. Hat ein bisschen was von den Feldern südlich von Sturmwind, nicht wahr? Oder östlich. Norden, Osten, Süden. Nee, westlich sind die gewesen, nicht wahr? Oh, hier sind sogar Sachen, die uns angreifen würden. Sehr schön. Können wir hier nicht ein bisschen mehr pullen als ein? Können wir hier nicht einfach reingehen und. Ja, die holen sich die alle. Und die pullen? Oh, da. Die arme Biene oder Wespe. Zack. Okay, dann reden wir mal mit Oliver. Kräuterkunde? Oh, er ist noch ein ganz junger, nicht? Der hat noch keine Erfahrung. Ich brauche ranziges Pulver. Kannst du es nicht herstellen? Okay, nimm mir die Zutaten. Und dann müssen wir zur Alraunenplantage. Okay, Windhügelküste. Unsere erste richtige Quest, nicht wahr? Jetzt sehen wir mal, wie das hier. Zack, weg. Wir sind ein bisschen zu sehr im Nahkampf, nicht? Okay, weg von dem. Oh. Jetzt haben wir noch die Wespe am Hals. Zack, gib uns deinen Stachel. Da, endlich. Was liegt hier noch so rum? Aber wir brauchen mehr von der Wespe. Na gut. Und vom Pflücker auch noch. Alles sehr unübersichtlich beim Kämpfen, nicht? Weil sehr viel Effekthascherei halt. So, mal gucken, wie viel wir hinbekommen. Na, schieß doch. Hallo? Okay, er hat irgendwie den Fokus verloren.
Hallo. Also, es gibt nicht so einen Gegner durchschalten, kann das sein? Doch. Aber er geht manchmal einfach aus dem Kampf raus. Bam. Okay, haben wir erledigt. Da liegt ein Buch. Zank, gesammelt. Oh, noch ein Buch. Also sollte ich nicht zu ihm zurückkommen? Ach so, Alraunwurzel ist ein Gegenstand, nicht eine Ecke, wo ich hin soll. Klar, kriegen wir hin. Guten Tag. Muss ich mal eben durch. Ich muss mal eben wohin. Mal eben nach Ost-Berlin. Buch sammeln. Okay, es gibt hier auch mehr als ein Feld. Alle kämpfen da vorne, aber hier hat man natürlich viel mehr Ruhe. Zank. Also noch ist man, gut, es sind auch nur Käfer, nicht? Ein bisschen overpowered. Na, markieren. Okay. Genug gekämpft. Weiter geht's. Oh, Weinfelder. Oh, da können wir auch noch was sammeln. Randa, Randa. Und hallo Eisenbär. Willkommen, willkommen. Und da fliegen die Herzen wieder ganz stark auch im Chat. Schön, dass du auch da bist. Kuschel dich zum Rest der Crew. Heute ist ein bisschen weniger los, weil ich das Spiel nicht einstellen kann und YouTube es deswegen nicht einrenken kann ordentlich. Ja. Blöd, wenn das Spiel nur einen koreanischen Namen hat oder einen japanischen und man keine japanischen Zeichen in die Spielleiste eingeben darf. Obwohl es eine englische Übersetzung hat, ist die nicht in Google enthalten. Bisschen schade. Ich hoffe, das fixen sie die nächsten Tage. Verwalter der Raumplantage nett. Na, mal gucken. Ja, gut. Da gib mir Alraune. Die sind gerade aus? Ich soll selber ernten? Die wären auch noch wild, wenn ich sie ernte. Okay. Da haben wir Alraun. Wir gehen mal hier aus dem Hauptkampffeld ein bisschen weiter nach hinten. Da haben wir unsere Ruhe. Zack. Ernten. Und weg mit dir, Alraune. Zack, da haben wir eine. Können wir noch eine zweite ausgraben? Nee, wir dürfen nur eine ausgraben. Na gut. Da muss man dich eben abonnieren. Da muss man nicht nach dir suchen. Das ist wahr. Aber ihr seid ja auch da. Fast alle Kanalmitglieder sind ja anwesend. Oder zumindest drei. Das ist ja schon mal stark, nicht? Anime-Katze ist da, Hula Hoop ist da und Eisenbär. Nee, warte mal, da geht's zur Stadt zurück. Erklärung des Kräuterkundigen. Nee, da soll ich sogar hin. Wie man einen Wegpunkt benutzt. Ja gut, das interessiert mich nicht. Wir gucken mal auf die Karte. Oh,
Okay, aber so groß ist die Karte gar nicht. Also wenn das hier gerade das Stück ist, was wir erkundet haben, dann ist die Karte recht winzig, nicht wahr? Also das hier ist eine Minute oder zwei Laufen, dann sind das hier 10 Minuten. Ist eine kleine Karte. Gut, aber eventuell ist das die erste Karte. Nicht? Es kann ja sein, dass das nicht die komplette Karte ist und hier unten noch Sachen auftauchen nach und nach und ich nur das hier kenne. Nicht? Hier kann noch eine Insel sein, hier kann noch was sein. Aber selbst dann ist es recht klein. Ich fand damals die Skalierung von WoW einfach riesig und genial. Und wir können hier noch irgendwas einfordern. Achso, weil wir Goldroggenfelder gemacht haben. Da kriegen wir hochwertiges Zauberfilament und hier kriegen wir hochwertiges Mythholz. Fordere ich auch ein. Okay. Was haben wir noch? Charakterinformation. Kochen, Angeln, Expedition. Okay, da gibt es auch noch einiges. Und wir können auch ein Level aufsteigen und 2 Wertepunkte vergeben. Dann würde ich jetzt sagen, einmal auf Wahrnehmung und nochmal auf Weisheit, nicht? Da haben wir eine gute Steigerung aller Werte. Sehr schön. Was haben wir noch? Fertigkeiten. Sobald du genug Materialien für das Wachstum einer Fähigkeit erreicht hast, erscheint die Schaltfläche Fähigkeit wachsen lassen. Klicke auf die Schaltfläche, um deine Fähigkeit auszubauen. Okay, also jetzt können wir Sachen verbessern. Ich finde eigentlich vom Stab her die Inferno-Welle am geilsten. Dann würde ich die wachsen lassen. Und da benötigt ein Fähigkeitspunkt-Level. Achso, hier eine Passive kann ich lernen, oder was? Nee. Ich hab doch gar keine Punkte. Verstehe ich nicht. Ah, und ich bin auf Schnellwahlauswahl Set 3, alles klar. Das habe ich vorhin aus Versehen irgendwo umgestellt. Manasphärenausbruch. Okay, ach so, das sind die passiven Fähigkeiten, die ich wählen kann. Bei 20 kriege ich die nächste, ich habe ja gar nicht mehr. Und bei 6 kriege ich neue. Dann kann ich mir auswählen, welche von den dreien ich haben möchte, ob Stab- oder Langbogen passive Fähigkeiten. Das sind die aktiven Fähigkeiten und die haben wir abwechselnd hier drin. Plus die eine Verteidigungssache. Das passt eigentlich auch. Transzendenzfähigkeiten und das wird erst ab Level 15 freigeschaltet. Also auch noch ein bisschen weit weg. Oh, okay, man kann auch mal den Stab hochwerten und den Langbogen. In der Waffenbeherrschung. Eieieiei. Okay. Inventar, da haben wir neue Sachen gefunden. Die Lithografie. Ah, hier den neuen Bogen. Können wir aber auch noch kein Set freischalten. Kampfsets, hier haben wir auch irgendwie was erreicht. Alle Punkte erhalten. Ah, keine Ahnung, was das hier mit diesen Scam-Punkten irgendwie ist. Alle Belohnungen einfordern. Das ist das Einzige, was mich so bei asiatischen Sachen nervt. Die haben immer irgendeinen Scam-Item-Shop und hier noch irgendwelche Coins und es gibt 50 Gem-Arten. Oh, das hätte es nicht gebraucht. Ohne das wäre es eine richtig geile Sache. Was ist das hier? Okay, da müssen wir noch hin. Ist noch nicht abgeschlossen mit dem Wegpunkt. Alles klar. Abschlussbelohnung. Ah, die haben wir schon erhalten. Achso, hier hinten, Sammlung. Da will er uns was sagen. Ja, okay, wir haben Bücher gesammelt, ich weiß. Da haben wir auch schon ordentlich was da. Sehr, sehr gut. Gibt es hier mehrere Seiten? Nee, das sind alle Bücher. Irgendeins habe ich noch nicht. Hier. Das habe ich noch nicht angewählt. Und hier ist auch noch irgendwas, will er uns sagen. Ah.
Aber ich habe das doch noch nicht fertig. Wie kann ich die finale Belohnung einfordern? Ja, ich muss es doch erst abschließen. Aber irgendwas stört ihn aktuell. Ja, hier ist ein roter Bobbel dran. Anhänge verfügbar. Aber wo? Belohnung erhalten, Belohnung erhalten, Belohnung erhalten, Belohnung erhalten. Hier. Hier müssen wir uns auswählen. Skarabäus. Besonderer Verwandlungsstein zum Verwandeln in die entsprechende Gestalt. Okay. Oder hochwertiges Aktivfähigkeitswachstumsbuch. Also eher den Skarabäus oder irgendwelche Fähigkeiten wachsen lassen. Ich würde sagen, Verwandlungsding. Du hast eine neue Gestaltenwandlung erhalten. Du kannst deine Gestalt wandeln, indem du das Erscheinungsbild deines Charakters wechselst. Du kannst deine Gestaltenwandlung speziell im Tab Verwandlungsbildschirm einstellen. Okay. Verwandlung. Und wo können wir bei Spezial Gestaltenwandeln können wir jetzt den Skarabäus wählen? So, und wann werde ich Skarabäus? Irgendwann. Wir haben noch Sachen im Inventar. Und wir haben eine Nachricht, eine Sonderlieferung. Das Wirtschaftsteam ist gerade einen Kaffee trinken gegangen. Nehmt das und lauft. Schmuckmünzen. Okay. Das Wirtschaftsteam. Das ist anscheinend so eine Marketing-Nachricht, nicht? Um Punkte dir zu geben, damit du dann Anreiz noch mehr zu kaufen. 120 verzierte Münzen haben wir erhalten. Okay. Sind denn MMORPGs Spiele für euch oder eher nicht? Ich frage nur für einen Freund. Ah, man kann auch Markierungen setzen. Also ich finde gut, dass man hier aktuell noch super alleine durchkommt. Ah, hier ist doch was. Und ich finde, das sieht halt wirklich gut aus. Da unten kämpfen sie am Strand, da waren wir schon. Da ist irgendwas. Da waren wir, glaube ich, aber auch schon. Wir sollen irgendwo hin zum Meister. Ist er da? Das ist dieses Symbol. Das da. Okay. Ja, dann können wir ja von hier runterfliegen. Hab mich fast nicht verwandelt. Zank. Okay. Dann hören wir uns mal die Geschichte von diesem Stein an. Ja, okay, Windhügelküste. Und da steht der Meister. Bitte kombiniere diese Zutaten. Von deinem Lehrling. Er verdient definitiv Lob, naja. Ja. Was? Das wusste ich nicht. Natürlich nicht.
Ja. Okay. Ist immer schlecht, nicht, wenn sich so zwei verschiedene Nachrichten überlagern, so Wegpunkte und sie erzählt irgendwas. So, ja, aber ich bin doch gerade hier im Tutorial. Lass mich das so erstmal lesen und dann erzähl mir irgendwas von der Geschichte. Mit Wegpunkten auf der M-Karte kannst du schnell die gewünschten Gebiete reisen. Oder zu einer die Reise zu einer Basis aber nicht. Okay, um einen Wegpunkt zu nutzen, musst du das Gebiet erst mit deinem Wegpunktestein freischalten. Okay. So, gibt hier auch Tutorials und so, brauchen wir aber nicht. Gibt nur dir eine Erklärung, perfekt. So, das bedeutet, wir können dahin zurück uns teleportieren, aber wir wollen ja dahin. Also das ist ja totaler Schwachsinn, aber ich glaube, wir müssen das machen. Das kostet Geld. Aber okay, wir müssen es machen, um die Aufgabe abzuschließen. So, haben wir es jetzt? Aber sollte ich nicht zu Martinet zurück? Wo ist die? Das zeigt er einem nicht auf der Karte an, nicht? Da unten. Da hinten. Mit der sollen wir noch mal reden. Machen wir das doch. Wir haben ja Zeit, nicht wahr? Ich würde sagen, aber wir reisen in der nächsten Folge dahin. Bis gleich.